Ja, wir haben eigentlich ziemlich früh angefangen, Musik zu machen. Wir spielen auch in der Besetzung schon seit Ewigkeiten eigentlich zusammen. Und da wir auch im Ruhrgebiet eigentlich alle groß geworden sind, beziehungsweise in NRW und da natürlich auch viele Jazzclubs sind, ist man irgendwie da auch immer viel mit Jazz in Berührung gekommen. Und natürlich bei mir jetzt persönlich, beim Saxophon liegt das natürlich mit dem Jazz auch sehr nahe. Und ja, ich hatte persönlich damals einen sehr guten Lehrer, der mir damals direkt ein paar gute Jazzplatten empfohlen hat. Und dadurch bin ich da dran gekommen, also durch die erste Begegnung mit meinem Lehrer damals. Genau. Komplett sagen, wir wollen jetzt so spielen wie die Leute wie damals, wenn du jetzt irgendwie von so älteren Aufnahmen sprichst, die wir alle natürlich irgendwie total viel gehört haben und wo wir auch total mit verbunden sind. Aber wenn man dann so seine eigene Musik schreibt, dann will man halt so ein bisschen sein persönliches Ding daraus machen und versucht dann einfach in dem Moment mehr so die Idee zu nehmen, diese Intensität von den Aufnahmen und diese Spontanität in der Improvisation, die man aufgreifen will, aber man macht quasi seine Musik dann damit. Also es ist mehr für mich so die Denk- und Herangehensweise und diese mentale Herangehensweise als eigentlich die eigentliche Musik, die dann eben jetzt vielleicht einfach ein bisschen mit unseren eigenen Interessen und musikalischen Vorstellungen verknüpft wird. Ich glaube, dass weniger diese Form von Wettbewerb so eine Bereicherung ist, sondern vielmehr dieser Pakt von Zusammenkommen, so dieser, dass man halt andere Musiker trifft. Jetzt hier ist es ja schon ziemlich international oder ziemlich europäisch auf eine Art. Und das ist, glaube ich, für jeden Einzelnen von uns eine große Bereicherung. Und genau, ich glaube, das steht eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, bei allen Bewerbern im Vordergrund, noch vor dem Wettbewerb als solches. It's kind of cool to be in this kind of situation. Like, it's not a big city, there is not so much stress. I mean, we came yesterday and we really enjoyed it. We had so much fun, like we drank some beers in town. So it's pretty peaceful. Ich hatte eine Best of Herbie Hancock CD als Wecker in der 4., 5. Klasse und habe das an den Wochenenden, bin ich einfach nicht aufgestanden, weil ich die Platte durchgehört habe im Bett dann. Das heißt, der Wecker hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich blieb einfach im Bett und habe die Platten durchgehört. Ich glaube, da kommt meine Faszination her. Doch, das stimmt. Herbie Hancock, the best of Herbie Hancock, Blue Notes, genau. Also es hat schon was mit Energie zu tun und das ist bei mir die Faszination, die von der Musik ausgeht. Aber es gibt natürlich auch Jazz, der sehr, sehr wenig Energie versprüht oder irgendwie eine Energie, mit der ich jetzt nicht wahnsinnig viel anfangen kann. Aber wenn, dann fasziniert mich schon dieses Moment, so ein sehr lebendiges Moment in der Musik. Das muss jetzt gar nicht schnell oder laut sein, das kann auch sehr traurig oder sehr einfach sein. Das ist so, würde ich sagen. Und natürlich das freie Spielen, Improvisation auf der anderen Seite. Das ist so das zweite Moment, ohne Noten zu spielen.
ist es für mich ganz wichtig, einfach aus dem Moment heraus zu entscheiden, was ich an dem Abend auch für gut empfinde, rein subjektiv, und was ich aufgrund von meinem Wissen an Handwerk und an Geschichtsverständnis in dieser Musik, an Individualität und so weiter und so fort, als für mich wichtig erachte und dann entsprechend auch sachlich versuche, die Gruppen heute Abend zu bewerten. Schein, Gewinner des Jazzpreises 2016. Hey, uns fehlen die Worte. Die ersten Worte sind, wir sind fassungslos. Nein, es ist super und wir bedanken uns vielmals und wir hätten nicht damit gerechnet tatsächlich. Und es ist, wir sind überwältigt gerade. Ja, mega krass eigentlich. Ja. Wir wollten die Performances nur kurz schauen, damit wir noch unsere Stücke proben können, und sind einfach die ganzen Sets geblieben, weil sie alle so gut gespielt haben. Also das sagt eigentlich alles, genau. Also ich finde es sehr gut, dass die Stadt das veranstaltet, schon so viele Jahre. Wir sind jetzt zum 5. Mal mittlerweile hier, genießen das jedes Jahr, haben jedes Jahr wirklich sehr viel Spaß gehabt bei gerade der großen Auswahl der Internationalität der Bands, sind jedes Mal begeistert von der Virtuosität und der Bandbreite. Also insofern freuen wir uns sehr darüber, auch auf den nächsten Jazzpreis, wenn er denn kommt. Und ja, also ist sehr wichtig für die Region, dass auch die kulturelle Vielfalt in die Stadt gebracht wird. Freut uns sehr. Ich fand es ein ganz, ganz tolles Festival, ein toller Jazzpreis, und es gab sehr, sehr große Unterschiede. Es war sehr schwierig, da eine Wahl zu treffen, aber jeder hat so seinen besonderen Stil gehabt und war eine tolle Sache. Also ich fand alle Bands unheimlich gut, sehr, sehr virtuos. Alle Musiker haben wirklich brillant gespielt. Es war unheimlich schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich war auch jetzt während dem Wettbewerb immer wieder hier drin im Catering-Raum. Und das Tolle beim Jazzpreis ist einfach, dass zwischen den Bands eigentlich überhaupt keine Konkurrenz herrscht, sondern die tauschen sich hier gegenseitig aus. Und ich bin mir sicher, dass da auch dass die sich gegenseitig inspiriert. Und deshalb ist der Wettbewerb eigentlich auch so wichtig, dass einfach die Bands voneinander lernen und auch miteinander einfach musizieren.